Berlin, 9. November 1989. Die Mauer fällt. Berlin im Freudentaumel. Es ist der Tag der Deutschen. Mit Gorbatschows Reformpolitik hatte es begonnen. In Polen und Ungarn war eine kraftvolle Demokratiebewegung entstanden. Die Opposition in der DDR erhielt großen Zulauf. Im Januar besetzten ausreisewillige DDR-Bürger die bundesdeutsche ständige Vertretung in Ost-Berlin. Tausende erzwangen durch Botschaftsbesetzungen in Warschau, Budapest und Prag die Ausreise. Im September öffnete Ungarn die Grenze zu Österreich. Eine Massenflucht von DDR-Bürgern setzte ein. Am 7. Oktober feierte die DDR-Führung den 40. Jahrestag der Staatsgründung. Es kam zu Massendemonstrationen in Leipzig und anderen Städten. Die Regierung antwortete mit dem Einsatz von Polizei und Staatssicherheit. Doch die Armee blieb in der Kaserne. Mitte Oktober die Entmachtung Erich Honeckers. Sein Nachfolger Egon Krenz kündigt Reformen an. Niemand vertraut seinen Versprechungen. Selbst die Öffnung der Grenze kann die DDR nicht mehr retten. Zu spät und zu wenig.